Moin, willkommen zu einem neuen Video. Ja gut, letzte Woche war ich nicht da und diese Woche war ich ein bisschen arg angeschlagen, weil ich meine erste AstraZeneca bekommen habe. Da ging es mir ziemlich bescheiden. Nichtsdestotrotz möchte ich euch wieder ein neues Video liefern und zwar habe ich Dragon Quest gespielt. Und zwar den ersten, jetzt zu Ende. Und ich wollte mal ein paar Worte dazu sagen. Ich habe als zweites auch noch ein Video gemacht über ein schickes Super Nintendo Buch von damals. Das wollte ich euch gerne mal zeigen. Das habe ich geliehen bekommen von einem Kumpel. Und das Video kommt auch jetzt die Tage noch. Also ich war nicht ganz untätig. Ja, aber lasst uns erstmal über Dragon Quest 1 sprechen, sozusagen. Das ist ein sehr schönes Spiel. Ich finde auch den Switch-Port sehr gelungen. Die Musik ist großartig. Es gibt natürlich so ein paar Sachen, die sind ein bisschen altbacken, ne? Also zum Beispiel, es gibt zwar eine World Map, allerdings hat man keine Beschreibung dazu. Also es ist auf jeden Fall hilfreich, sich zu merken, wie welche Stadt heißt und sich das ein bisschen zu notieren oder sich eine Map runterzuladen, wo die Städte beschriftet sind. Ich kann euch da gerne auch Links zur Verfügung stellen, wo ich das gefunden habe. Und es gibt verschiedene Versionen für den Gameboy und für den NES und natürlich die Switch-Version, die jetzt portiert wurde. Ne? Die Dungeon-Layouts, die weichen auch voneinander ab. Und ich würde euch auf jeden Fall raten, euch die Dungeon-Maps runterzuladen, die richtigen, die passenden. Weil das Problem ist, es halt wirklich sehr altbacken ist. Es gibt in den Dungeons selber keine Maps und ihr deckt die Dungeons auch nicht auf. Das heißt, ihr müsst entweder eine Torch benutzen, eine Fackel, ne? Oder ihr habt später dann auf einem höheren Level lernt ihr den Zauberspruch Glow. Das ist sozusagen ein Leuchten. Ihr habt sozusagen dann eine Leuchtkugel, die ist noch ein bisschen größer um euch rum und könnt dann ein bisschen was sehen. Da aber, wie gesagt, euer Weg nicht aufgezeichnet wird, müsstet ihr quasi die Dungeons nachmalen irgendwo, damit ihr euch nicht gnadenlos verlauft, obwohl die Dungeons so groß nicht sind. Aber wenn ihr halt immer bloß ein Stück um euch herum sehen könnt, ist halt nervig. Und deswegen, da habe ich heute einfach nicht mehr die Zeit und die Lust dazu. Deshalb habe ich mir die Karten dann rausgesucht, runtergeladen. Wie gesagt, es ist ein altes Spiel von 1986 und Englisch solltet ihr auf jeden Fall ein bisschen bewandert sein. Und es ist auch so ein bisschen altertümlich gemacht, das Englisch in dem Spiel. Also ihr müsst auf jeden Fall schon ein bisschen was verstehen können, denn im Prinzip erklärt euch das Spiel gar nichts. Sie sagen, Mensch, ich bin der König, du bist mein Held, rette meine Tochter, wo sie ist, musst du rausfinden, mach dir mal einen Kopf und dann musst du die Welt vom Bösen befreien, vom Drachenlord. Ja, wie du das machen musst, das weiß ich auch nicht. Mach den Kopf. Finde ich eigentlich ganz cool. Vom Konzept her, also ihr müsst quasi in der Welt rumlaufen und gucken, was muss ich eigentlich machen? Euch ein bisschen schlau machen. Und ist ein sehr schönes Spielkonzept. Das Spiel ist auch nicht allzu lang. Ansonsten, wie gesagt, ein sehr schönes Spiel. Das Kampfsystem ist relativ einfach. Ihr habt halt einen Bildschirm, ihr seht euren Gegner und dann könnt ihr entweder angreifen, Sprüche oder Items benutzen. So wie klassisches RPG. Ganz einfach. Ein bisschen Grind gehört da dazu. Ist halt ein altes Spiel, ne? Aber es hält sich im Rahmen, also im Vergleich zu den Gameboy-Versionen. Wie gesagt, ich habe da eine komplette Lösung gefunden, wo ich mir dann meine Karten rauskopiert habe, die ich gebraucht habe. Und da sind Level-Empfehlungen immer gewesen. So. Und die waren in der Regel so 6, 7 Level über dem, was ich hatte. Und ich kam aber gut zurecht. Also gehe ich mal davon aus, dass man einfach dieses Grind-Level für die Switch-Version ein bisschen runtergefahren hat. Also alles in allem ein schönes Spiel.
bisschen grinden müsst ihr, ne? Wenn er jetzt in ein neues Gebiet kommt und die Monster sind halt hammerhart, dann ist klar, euch fehlt noch ein Level oder so. Aber es ist, wie gesagt, nie schlimm. Es fällt mal ein, zwei Level und man merkt dann schon den signifikanten Unterschied. Was auch nicht so schön ist, dass man immer zum König zurücktrampeln muss, wenn man speichern möchte. Da das der einzige Speicherpunkt im Spiel ist. Gut, die Wege sind jetzt nicht so weit und mit einem Zauber wie Evacuate oder so Sachen, Items wie zum Beispiel dem Chimera-Wing, spart man sich schon ein paar Wege. Naja, aber es ist natürlich trotzdem nervig. Eigentlich hat das Spiel auch eine Quick-Save-Funktion, zumindest gibt es eine Taste, die damit belegt ist, allerdings überschreibt er den Spielstand irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob das einfach nur fehlerhaft geportet wurde von einer anderen Version. Da kenne ich mich nicht aus. Ich weiß gerade nicht, ob die Gameboy-Version das kann oder so. Da könnt ihr mich gerne ins Bild setzen, wenn ihr da was wisst. Bei mir hat dieses Quicksaven zumindest nicht funktioniert. Aber wie gesagt, die Map ist jetzt nicht so groß, die Wege sind nicht so weit und bis zum nächsten Speicherpunkt zurückzulaufen, müsste man nicht das. Also bis zum nächsten Mal speichern, zurückzulaufen zum König, ist jetzt nicht so dramatisch, sage ich mal. Da verliert man jetzt nicht so viel Zeit. Ansonsten kann ich dieses Spiel nur jedem ans Herz legen. Richtig schönes, klassisches RPG. Macht Gaudi. Sieht natürlich auch sehr schön aus. Also ich finde diesen Look eigentlich sehr charmant. Ja, und dann hoffe ich, ihr hattet ein bisschen Spaß mit mir. Ich hatte Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.